Hallo Freunde, ich begrüße euch zum heutigen Donnerstagabend und ich möchte euch heute mal so ein bisschen was über die Wolkengattung Altocumulus erzählen, so ein bisschen was beschreiben. Das ist die Wolkenart, die ihr jetzt schön sehen könnt hier. Ich schwenke hier mal so ein bisschen rum. Das sind hier aufgelockerte Altocumulusfelder, die hervorgegangen sind heute durch Stratocumulus. Also heute Nachmittag war es wirklich komplett 8/8 bedeckt. Das ist entstanden, wie ich das in dem ersten Video euch schon beschrieben habe, durch diese Cumuluswolken, die an dieser Sperrschicht, an dieser Absinkinversion in 800 Hektopascal, das entsteht bei Hochdruckgebieten, entsteht so eine Art Sperrschicht, wo die Quellwolken, wenn sie am Aufquellen sind, nicht weiter nach oben können, sich dann in die Breite fließen, also in die Breite ausdehnen. Und das fließt meistens zusammen, schließt sich und dann entsteht Schichtbewölkung, Stratocumulus. Der hat auch über mehrere Stunden gehalten, wenn ich das mal so sagen darf, und ist dann so jetzt im Laufe des Abends dabei, sich zunehmend aufzulösen, was auch schon zu über 60-70% hier passiert ist. Übergeblieben ist jetzt ein sich weiter auflösender Altocumulus. Diese Wolkenart, die entsteht oftmals sehr häufig auch so im Herbst, teilweise auch im Winter anzutreffen. Viel auch in Hochdrucklagen, wenn halt, wie ich das beschrieben habe gerade, durch die Sperrschicht dann eben aufquellende Wolken, die tagsüber so im Tagesgang entstanden, sich daran ausbreiten. Der Ursprung von Altocumulus ist sehr vielfältig. Es gibt auch verschiedene Gattungen dieser Wolkenart. Das hier würde ich bezeichnen, wenn ich jetzt mal wieder lateinisch ausholen darf, als Altocumulus undulatus pellucidus. Undulatus bedeutet Walzen und wellenartig. Das sind diese Streifen, so wie so Wellen sieht das aus, wie so Walzen da hinten. Pellucidus heißt eigentlich ganz klar aufgelockert, der blaue Himmel ist durchzusehen. Das würde ich mal sagen, ist die Klassifizierung dieser Wolken. Ich versuche euch das mal so ein bisschen ranzuzoomen. Seht ihr? Dass dieses, wie so Walzen sieht das aus. Das sind nicht so diese klar isolierten Flocken, wie so, wo man auch im Volksmund Schäfchenwolken so sagt. So Bänder und lange große Felder von so Flocken, wie so Kissen sieht das aus, wo der blaue Himmel durchguckt. Das ist hier eher auch, ein bisschen weggerutscht. Das ist hier eher noch so ein bisschen wie so Bänder und Walzen sieht das aus. Deswegen die lateinische Bezeichnung undulatus. Diese Art des Altocumulus entsteht oftmals aus Stratocumulus, der aufsteigt, sich dabei auflöst. Und zur Gattung Altocumulus als solches, es gibt da verschiedene Gattungen dieser Wolken. Zum Beispiel, es gibt als Vorbote von Gewittern sehr häufig die Art Altocumulus floccus. Das muss man sich vorstellen, wie so ganz feine, sehr gut abgegrenzte Felder und Bänder von wie so Wattebäuschen, so Flöckchen sieht das aus, etwas kleiner, feiner als der gröbere Altocumulus. Das deutet auf eine Instabilität in größerer Höhe hin, was man auch als Gewittervorboten so werten kann. Wenn man diese Wolken sieht, diese Floccus, kann es tatsächlich sein, dass sich so im Laufe des Tages eventuell Schauer oder Gewitter darin daraus bilden, also beziehungsweise wird dann angezeigt dadurch, dass die Luftmasse instabil ist. Dann gibt es noch die Sonderform Altocumulus lenticularis. Die kennen meine Zuschauer aus dem Alpenraum bestimmt sehr häufig. Bei Föhnwetterlagen, wenn warme, mit Feuchtigkeit angereicherte Luftmassen aus Süden über den Alpen-Nordkamm strömen, über den Alpenhauptkamm besser gesagt, strömen, dann sich auf der Südseite abregnen und auf der Nordseite dann eben abgetrocknet, das nennt sich feuchte diabatisch, dann eben diesen warmen Föhnwind erzeugen, sieht man oftmals dann über den Alpenkämmen diese linsenförmig und wie so Fische, Föhnfische genannt auch, Lenticularis-Wolken, die gehören auch zur Gattung Altocumulus. Dann gibt es, ist auch ein Gewittervorbote, die Gattung Altocumulus castellanus. Das muss man sich vorstellen wie so ein Balken oder so ein ganz scharf abgegrenztes Wolkengebilde. Unterseite glatt, relativ
schmal von der Ausdehnung und oben sitzen jede Menge so kleine Quellungen drauf, wie so Zinnen von einer Burg kann man das fast schon vergleichen, deswegen diese Bezeichnung. Diese Wolken entstehen ebenfalls durch eine Instabilität in größerer Höhe, sind Gewittervorboten. Und dann gibt es die Form Altocumulus, die auch aus Cumuluswolken, aus ehemaligen Schauern entsteht, die dann zusammenfallen. Und wo die ehemaligen Schauerwolken sich auch ausbreiten und dann auch diese etwas feinere Struktur hervorrufen von Altocumulus. Also diese Wolkengattung ist wirklich sehr, die ist sehr vielfältig. Die kann unterschiedlichste Formen so aufweisen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das richtig einzuklassifizieren, weil es manchmal auch Mischformen sind. Also sprich, es sind noch Reste aufquellender Haufenwolken, also Cumuluswolken zu sehen, die in diesen Altocumulus übergehen. Das ist manchmal verwächst er auch mit den Cumuluswolken. Das sind manchmal Mischwolkenformen, das ist teilweise wirklich schwierig. Auch die Wetterlagen, die solche Altocumuluswolken hervorbringen, sind vielfältig. Das will ich jetzt nicht ausschöpfend alles erläutern, da würde das Video zu lang werden. Das war jetzt erstmal so das Wichtigste. Diese Grundform, die eigentlich wirklich jeder kennt, sind ja diese berühmten Schäfchenwolken, wie auch genannt werden. Diese großen langen Felder von so Tupfen und Flocken, wo der blaue Himmel durchzusehen ist. Das ist so die klassische Form der Wolkenart Altocumulus. Und das sieht zum Beispiel auch sehr schön aus, wenn die Sonne so knapp am Untergehen ist oder schon knapp unterm Horizont ist. Wenn dann diese Altocumulus-Felder von der knapp unterm Horizont, so 2 bis 3 Grad unterm Horizont stehenden Sonne angestrahlt werden, sieht das dann wirklich aus, als wenn der Himmel brennt, dass dann diese in dem mittleren Stockwerk auftretenden Felder angestrahlt werden, richtig schön rot werden. Das ist wieder so eine typische Situation, wie sie gerade jetzt so im beginnenden Herbst, Winter sehr, sehr häufig eintritt, wegen dem sehr niedrigen Sonnenstand. Und ich schwenke jetzt hier auch nochmal rüber. Schaut mal Richtung Nord-Nordwest, sind diese Felder etwas mächtiger noch, also etwas zusammenhängender. Könnt ihr sehen? Da hinten am Horizont zum Beispiel, ist das sehr schön. Ist aber auch dort dabei aufzubrechen, aufzulockern. Direkt über mir auch, kann man es auch sehr gut sehen. Es ist teilweise gut abgegrenzt, teilweise aber auch ineinander verlaufen. Seht ihr, also teilweise ist es da dabei aufzulockern, aber einige Felder sind doch noch sehr zusammenhängend. Aber im Groben und Ganzen kann man jetzt von ausgehen, im heutigen Abend, in der Nacht, werden sich diese Felder auch weiter auflösen und es wird hier sternklar werden, wobei dann die Ausstrahlung sehr hoch sein wird. Es ist windstill und ich gehe davon aus, dass es hier in diesem einstelligen Temperaturbereich abfällt. Also ich denke mal so knapp unter der 10 Grad Marke. In ungünstigen Lagen kann das wohl bis 7, 8 Grad schon runtergehen, weil die Grundschicht sehr trocken ist jetzt mittlerweile. Trocknet zunehmend ab und die Nächte wirken doch dann schon sehr frühherbstlich. Aber das mal so als kleine Exkursion in Bezug auf Altocumulus, auf diese Schäfchenwolken. Ich nenne sie jetzt auch mal so, weil die meisten da was mit anfangen können, was das ist. Das ist, wie gesagt, eine zusammenfassend gesagt vielfältige, eigentlich sehr interessante Wolkengattung. Und da kann ich nochmal einen Teil 2 machen. Es gibt noch einige spezielle Formen des Altocumulus in Zusammenhang mit bestimmten Wetterlagen, auch als Vorzeichen bestimmter Wetterereignisse und was dann so kommt. Das kann man aber in einem Video schlecht alles zusammenfassen. Da würde ich sagen, das mache ich mal so nach und nach, erkläre ich euch das alles mal, wie sich das mit dieser Wolkengattung zusammenhängt und auch mit den anderen Wolkenarten, die es gibt. Werde ich mal so nach und nach, werde ich euch das mal so ein bisschen erklären, was das so für Wolken sind, auch verständlich erklären vor allem, wenn doch in meinen Videos immer mal Fachausdrücke auftauchen, dass ihr das vielleicht besser einordnen könnt, was das heißt, was das bedeutet und vor allem welche Wetterlagen so bestimmte Wolken anzeigen und warum sie entstehen und so. Das finde ich jedenfalls ist schon eine sehr interessante Materie, sich da mal so ein bisschen mit zu beschäftigen mit diesem Thema. Ich schwenke noch mal so ein bisschen hinten rüber. Was da hinten so dick aussieht, sind die
Industriewolken des Kernkraftwerks Grunde. Da hinten, das sind die Kühltürme. Da geht dann doch einiges an Feuchtigkeit hoch. Und das ist tatsächlich so, dass diese Feuchtigkeit dort kondensiert. Und teilweise auch schon für lokale Wolkenbildung da hinten verantwortlich ist. So, Freunde, ich würde mal sagen, das soll jetzt nicht zu ausschweifend werden hier das Ganze. Sonne steht schon recht tief. Dann würde ich sagen, einen schönen Abend. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch was. Tschüss.